Hallo lieber Ups. Hallo lieber Rasenfreaks, da ist er wieder, der Rasenfreak. Ja, nach langer Krankheit genesen. Ich hatte Schnupfen, ganz leichten Husten. Ja, aber es hat sich mega hingezogen. Mega. Ja, eine Erkältung bekommen, kein Corona, mehrmals getestet. Eine Erkältung bekommen und dann habe ich doch, in diesem Video hier da oben, habe ich doch den Schnee von meiner Rasenfläche runtergeschoben. Ich fühlte mich schon wieder relativ fit und dann habe ich hier richtig Gas gegeben, ordentlich draußen geschippt und habe einen Rückfall bekommen. So, aber es ist mittlerweile sehr zu, sag mal, ja, 85% ist es weg, die Erkältung. Ich spreche immer noch ein ganz bisschen durch die Nase. Aber wir können endlich wieder ein bisschen filmen, ein bisschen was tun. Ich wollte euch nur mal kurz die Rasenfläche zeigen. Ja, komplett Laub übersät. Ja, obwohl wir schon sehr viel Laub runter gesammelt haben. Ein trüber Tag, leichter Regen. Wir haben heute den, ich glaube, 14. Dezember, also kurz vor Weihnachten. Und ich hoffe, das stimmt. Ist ja egal. Ja, und wir freuen uns natürlich auch schon auf die Feiertage. Aber heute gehen wir erstmal in die Werkstatt. Heute gehen wir erstmal in die Werkstatt und machen hier so ein bisschen rum. Ich habe so ein paar Sachen, die ich euch zeigen möchte. Ah, hier ein bisschen warm, auch schon ein bisschen geheizt hier. Mit meiner Gasheizung, die stinkt so ein bisschen. Auch nicht optimal. So, bist du gerade? So halbwegs. Bist du hoch? Nein. So ist gut. Ja, so ist gut. Ja, ich gucke hier mal auf den Monitor. Darf ich gar nicht. Gut. Ja, also, das erste Mal im Winter live aus der Werkstatt. Herzlich willkommen also zu einem neuen Video vom Rasenfreak. Schön, dass ihr Lust habt, ein bisschen zuzuschauen, was ich hier so in meiner Werkstatt mache. Ich habe einiges vor. Einiges. Fange ich an. Erstmal will ich ihn auspacken, den Falkenstein. Ich habe ihn nochmal zurückschicken müssen zu Cylinder Mower Germany, den Falkenstein, den Hightech Handspindelmäher. Der wurde nochmal übergeschliffen. Da gab es so ein ganz kleines Problem noch. Alles mittlerweile beseitigt. Ich habe ihn extra für euch mal in der Originalverpackung gelassen. Genau, so ungefähr. So sieht er aus. Hier, seht ihr das Ding? Genau, original verpackt. Habe ich extra gewartet, steht hier schon seit, weiß ich nicht, 2 Wochen. Extra gewartet, um ihn mit euch zusammen auszupacken. Einfach, dass ihr mal seht, wie ihr halt dann das Gerät auch geliefert bekommt. Also hier in der Originalverpackung geliefert. Das machen wir zuerst. Und dann will ich meinen Swordman einmal sauber machen, mal durchchecken. Auch mal, mal gucken, wie der so von innen aussieht. Und ja, das soll es dann also schon gewesen sein für heute. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Bleibt dran. Yeah. Dann ziehen wir die Kiste mal ein bisschen ran hier. Also 2 Gurte, auch mit so einer Plastikverkleidung, ja gut, das ist immer so die Sache, ne, Plastikmüll mag ich nicht, aber gut, so Plastikmüll, oh, ach so. Ah ja, okay. Oh, einfach abnehmen. Warte, wohin? Wohin? Na, das ist ja einfach. Ui, schick. Einfach hier so in so einem Holzrahmen drin. Auf so einer Holzpappe. Was ist das? Kleiner Abstandshalter hier. Ein Spanngurt befestigt. Die 2 Abstandsblöcke.
Nicht schlecht. Ciao. Ciao. Ich, keine Ahnung, aber ich denke mal, das wird immer so sein. Kann ja dann mal der Alex von Slindermore Germany. Alexander Rhein. Schicker Gurt. Schickes Blau. Okay. Gut. Ah ja, fertig. Neu geschliffen, frisch geölt. Oh, völlig kontaktlos. Cool. Ja, ich sollte jetzt auch schon vorne die Bürste dran haben. Also ich habe eine Abstreifbürste jetzt vorne dran. Gut. Wie machen wir das geschicktermaßen? Hier sind nochmal diese Schutzdinger drauf. Ah, nee, hat da keinen Motor. Okay. Dann nehme ich ihn einfach so runter. Immerhin 50 Kilo. Oh. Ja. Wo ist meine Frau? Die ist gerade weggefahren. Ach, lass das Baby da drauf. Lass das Baby da drauf. Ja, also so kommt ihr auf jeden Fall bei euch an. Ah, oh, herrlich. Oh, hier, Aufkleber. Oh, ey, Details. Schnell, Kamera runter. Details. Hier. Den kann ich auch noch nicht. Schick. Da. Wow, schick. Also noch neu. Weiß ich nicht. Da der Aufkleber. Furchtbar. Igitt, ein Sicherheitsaufkleber. Ja, aber du Mutt, das Mutt. Hier ist noch so ein Aufkleber. Schick. Ja, das ist schick. Cool. Ja. Gut, sonst ist nichts verändert. Hier. Oh. Oh Mann, ey. Ich konnte ja diesen kontaktlosen Schnitt nicht so ganz perfekt einstellen. Und das haben wir dann mit dem Alexander Rhein diskutiert. Warum denn das jetzt nicht so ganz super ist. Ne? Das, er war ja nicht so ganz lautlos beim Mähen, der Falkenstein, bei mir. Und dann hatte er festgestellt, er hat zwei Schleifmaschinen. Und dieser Spindelmäher, das ist einer der allerersten, das ist ja die Nummer 5, dieser Spindelmäher ist noch auf der ja, etwas älteren Schleifmaschine geschliffen worden. Und die hat tatsächlich ein ganz klein wenig Spiel wohl gehabt in der Anlage. Und deswegen ist die Spindel nicht ganz perfekt konzentrisch geschliffen gewesen. Alle anderen Spindelmähern danach sind dann schon auf der verbesserten Anlage geschliffen worden. Und deswegen haben wir das nochmal überschleifen lassen, das Teil hier. Und das ist natürlich jetzt hier gigantisch. Ne? Ich kann ja mal rumstellen. Ja. Oh ja. Super. Ja. Ja, das ist natürlich eine ganz andere Nummer. Ja, cool. So, und jetzt ist das hier hoffentlich perfekt. Kann ich jetzt leider nicht ausprobieren, weil es Winter ist. Aber das nächste Frühjahr kommt bestimmt. Und von daher freue ich mich sehr darauf, dass das Ding jetzt hier in einem Top-Zustand ist. Und ich hoffe jetzt ja, die ersten von euch haben auch schon den Falkenstein bekommen und vielleicht auch schon die ersten Erfahrungen mit dem Gerät gemacht. Würde mich sehr interessieren, was ihr so erlebt habt, was ihr jetzt für Erfahrungen gemacht habt mit eurem Falkenstein. Und, aha, da wendet sich diese Pappe ab. Das könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, das wollte ich ja nicht sagen. Ja, cool. Okay. Gut, gut. Ja, wir lassen ihn jetzt drauf. Ich warte, bis meine Frau da ist. Machen wir was anderes. Schieben wir das ganze Ding mal zur Seite. Schön, schön. Oh. Gut. Ich kann nur empfehlen, hier diese Palette hier, diese Transportpalette aufzuheben. Denn wenn ihr das Ding mal zurückschicken müsst,
dann habt ihr schon die vernünftige Palette dafür und dann könnt ihr das zurück, problemlos zurückschicken, das Teil, wenn es mal eine Wartung braucht oder wenn irgendwas ist. Also würde ich nicht gleich wegschmeißen. War bei Swordman auch so, da habe ich auch die Palette aufgehoben, um das Teil dann mal, wenn es sein muss, zu Swordman zurückzusenden. Okay, schauen wir uns jetzt den Swordman an. Stichwort, ich baue den Swordman jetzt mal auf der Hebebühne auf und dann schauen wir uns das Teil mal an nach 2 Jahren Benutzung. Ich hoffe, euch interessiert das. Ja, noch ein Punkt zum Einstellen der Spindel. Der Alexander Rhein erzählte mir auch noch, dass er auf jeden Fall von dieser Papierschnittmethode umstellen will auf eine Fühlerlehre. Dass man also diese Spindel, den Abstand zum Untermesser, dass man den in Zukunft einstellen soll mit einer Fühlerlehre. Ja, so ein ganz dünnes Blättchen, kann man sowas mal zeigen. Das gibt es von, wo habe ich es denn? Ja, toll. Also seit ich hier aufräume, finde ich nichts. Ja, na da, hier ist, ja. Naja, ganz so schlimm ist es nicht. Nee, das ist so eine Fühlerlehre. Hier, das ist so eine Fühlerlehre. Und die hat so ganz viele Blätter unterschiedlicher Stärke. Und damit kann man natürlich sehr perfekt Abstand zwischen 2 Bauteilen einstellen. Und Toro liefert tatsächlich auch so eine Fühlerlehre mit. Für den Toro E-Flex gibt es auch so eine Fühlerlehre. Ich glaube, das ist 0,025, wenn ich mich nicht irre. So dünn ist dieses Blatt hier, 0,025 mm. Okay, wollte ich euch nochmal erzählen. Aber jetzt wechseln wir die Szene. Der ist vielleicht dreckig. Der ganze Wurmhaufen-Dreck hat sich... Ja, mach ihn doch an. Mach ihn doch an, Junge. Ja, cool. Cool. Ja, könnte noch ein bisschen rüber. Ich will vor allen Dingen hier auf den Seitendeckel gucken. So. Gut. Oh, er sieht aus. Ist das Ding verdreckt? Mach mal weg. Als allererstes Sicherheitsschalter drücken. Brutal. Ich habe hier noch mal irgendwann gemäht, jetzt Anfang Dezember, glaube ich. Und natürlich der ganze Wurmhaufen-Dreck, der hat sich hier auf diese profilierte Frontrolle gesetzt. Ich gehe mal ran hier. Das ist da. Hier, guckt euch das an. Das ist kaum auszuhalten. Auch hier richtig. Da. Okay, also das geht so natürlich gar nicht. Machen wir den Deckel runter. Auch Dreck drin. Im Deckel. Ja. Und was ich ja schon ein paar Mal gezeigt habe, ist eben bei dem Deckel der hier die Lack. Lichter rein. Kann man nicht sehen. Hier sieht man das. Hier, ne? Der Lack löst sich von. Ich hoffe, das ist jetzt drauf. Der Lack hier, der. Da, der Lack löst sich hier vom Metall, wird durch Rost unterwandert. Oh! Ja, ist ja ganz schön, dass es aus Metall ist. Kann man natürlich auch wieder Sandstrahlen nachlackieren, aber was soll das? Was wäre der bessere? Was wäre das bessere Material? Edelstahl. Tja. So, okay. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe. Wir haben jetzt keine Kooperation mehr mit Swordman. Die ist Ende letzten Jahres ausgelaufen, also dieses Jahr 2023, haben wir mit Swordman leider, muss ich sagen, nicht mehr zusammengearbeitet. Gut, das lag nicht an uns, das lag an Firma Swordman, die da alle andere Wege verfolgt
haben, verfolgen wollten. Aber ja, vielleicht ergibt sich ja nächstes Jahr wieder irgendwas. Keine Ahnung, von daher ist auch keine Werbung mehr. Alles bezahlt, alles abgegolten. Mein Gerät hier, meine natürlich auch ganz eigene Meinung zu dem Sportman. Ich mähe mit dem Gerät nach wie vor sehr, sehr, sehr gerne. Und ich finde das Gerät auch wirklich nach wie vor super leise. Also mir macht das sehr viel Spaß, mit dem Sportman zu arbeiten. Aber das Ding kommt in die Jahre. Ne? Ist Metall, überall sieht man hier so Abplatzungen, auch hier. Hier da sieht man Lackabplatzungen. Hier unten habe ich ja diese Folie drauf, die ist auf der einen Seite schon weg. Daraufhin ist das da hier schon blank geschliffen, weil die Folie dann nochmal runtergefallen ist. Ja, hier vorne auch so Verschleißspuren, hier Verschleißspuren. Der Riemen ist mittlerweile schon so gelenkt, dass der fast aufeinander liegt. Irgendwann muss ich da mal den Riemen ersetzen. Noch geht es, noch funktioniert es, aber grenzwertig. So, ja, sonst hält sich das alles in Grenzen mit den Problemen. Die Heckwalze hat jetzt nicht so die ganz großen Beulen, obwohl ich ja da immer mit über meine Einfahrt fahre. Die ist natürlich mittlerweile sehr, sehr, sehr zerkratzt. Also das sieht man wahrscheinlich auf dem Film nicht so gut. Aber hat jetzt nicht die wahnsinnig fetten Beulen bekommen, wie ich das tatsächlich befürchtet habe. Also so ganz... ganz empfindlich ist diese Heckwalze tatsächlich nicht. Hier diese Transportrollen, das ist immer noch nicht so ganz optimal. Die sind mittlerweile auch schon wieder so ein bisschen verbogen. Ich weiß nicht, wenn man das jetzt mal so sieht. Also man sieht, dass die so ein bisschen schon nach innen gedrückt sind. Das liegt einfach daran, dass zwar hier diese Verstrebung jetzt eingesetzt wurde, aber dass natürlich hier nur ein Blechlasche konstruiert wurde. Man hätte tatsächlich hier dieses Loch hier schließen müssen, also diese Lasche mit diesem Kragen verbinden müssen, dann wäre eben tatsächlich die Verbindung steif. Okay, was mich nach wie vor stört, was echt auch, gucken wir, was jetzt macht. Jetzt knackt er gerade nicht. Also hier in dieser Lagerung knackt es sehr, sehr, sehr oft. Also hier, das ist, ich habe hier schon zwei Muttern draufgesetzt, aber das funktioniert nicht so richtig. Ich brauche tatsächlich hier längere Schrauben, um hier noch mehr Vorspannung reinzukriegen, damit hier dieser Holm in diesen beiden Blechlaschen nicht anfängt zu knacken. Okay, so. Ja, das heißt, ich baue jetzt mal die Spindel aus. Die kann ich dann vernünftiger sauber machen. Und dann baue ich die Frontrolle aus, mache die vernünftig sauber. Oh. Dazu muss man ihn immer ganz hoch machen. Ganz, ganz wichtig. Ganz hoch machen. Damit man die Spindel rausziehen kann. Zack. So, jetzt kann man die Spindel schon rausziehen. Sehr schön. Oh, da ist sie. Vorsichtig, ne? Gefährlich. Kann man sich schneiden. Jetzt tun wir sie mal zur Seite. Ja, seht ihr das hier? Oh, hier. Guckt euch das an. Oh, ist das krass, ey. Der Dreck hier. Oh, Mann. Es gibt eben hier für die Frontrolle keinen Abstreifer. Ich habe schon überlegt, ob ich meinen selber baue. Aber kann doch nicht sein. Warum bietet Sportman für diese profilierte Rolle keinen Abstreifer dran, den ich hier vorne an dieses Querprofil schrauben kann? Guckt euch das doch an, das Ding. Das muss ich jetzt mühsam mit dem Zahnstocher, hätte ich ja beinahe gesagt, mühsam mit dem Schraubendreher sauber machen. Was ich euch jetzt gerne zeigen möchte, ist absolut nicht erlaubt. Nein, natürlich nicht. Wegen der Garantie
ist, was ist unter diesem Deckel? Und dazu schrauben wir jetzt den Deckel mal ab. Dazu braucht man tatsächlich spezielle Tox. Genau, der muss so ein kleines Loch in der Mitte haben, damit der hier auf diese Schraube raufpasst. Ja, das fühlt sich doch gut an. Kann sein, dass diese Schrauben eingeklebt sind. Sieht das jetzt eigentlich alle wieder hier? Bin ich da zu sehen? So, jetzt haben wir es gleich. Zack, ganz schön Spannung drauf. Junge, Junge. Fehlt da noch was? Oh, der ist verklebt. Aha. Der ist hier mit Silikon verklebt. Okay. Damit hier kein Wasser reinläuft. Das ist nicht schlecht. So sieht das aus. Ja, hier hat man tatsächlich mit Silikon den Rand verklebt, damit das Wasser hier nicht eindringt. Das finde ich natürlich gut, muss ich sagen. Aber auch hier hat sich, ich muss mal die Kamera in die Hand nehmen. Also auch hier hat sich aber auch ziemlich Dreck angesammelt. Da sieht man es da unten. Dreck. So, und ich habe gedacht, dass Swordman, weil sie den Mäher schon mal hatten, Swordman hier diesen Akku nach links außen geschoben hat. Haben sie auch ein bisschen, aber diese Ecke stößt schon am Deckel an. Und deswegen kann man den Akku hier nicht weiter rüberschieben, um eben das Gewicht auszugleichen. Achtung, Hochspannung, ne? Achtung, gefährlich. Achtung, nichts anfassen. Achtung, hier freiliegende Elektronikbauteile, die natürlich sehr empfindlich sind. Ja, jetzt habt ihr mal gesehen, wie der Swordman von innen aussieht. Ich werde ihn jetzt hier sauber machen mit dem Staubsauger. Dann werde ich hier diese Silikonnaht erneuern. Das werde ich komplett neu machen. Dann werde ich hier neue Schrauben verwenden. Ich denke mal, ich habe solche Schrauben. Doch. Noch ein bisschen lang. Ja, das ist schön. Die sind nur ein bisschen lang. Okay, da kaufe ich noch mal bessere. 8,8er Stahlschrauben, wunderbar. Gut. Ja, das ist gut. Die Unterlegscheibe, boom. Ja, lieber Randfix. Das war's jetzt. Ich freue mich auf euch im nächsten Video. Schreibt gerne, ob ihr sowas ganz cool findet. Und dann mache ich natürlich mehr solche Videos hier zu den Details der Maschinen. Pool, pool, pool. Schluss jetzt. Okay, tschüss. So, dann gehen wir mal an diese tolle Rolle dran. Oh Mann, ey. Das wird jetzt 30 Minuten lang nur Gemecker. 30 Minuten nur Gemecker. Warum ich das mache, weil meine Frau gesagt hat, Andreas, du kannst doch nicht das Video beenden, ohne dass du zeigst, wie du diese profilierte Frontrolle sauber machst. Ja. Ja. Wo sie recht hat, hat sie recht. Oh, Mann, ey.